Willkommen zurück. Es geht weiter nach einer etwas längeren Sessionpause. Aber sei es drum, wir stehen hier vor dem Felsblock. Wir haben ein Pulverfass. Und ich würde sagen, wir legen es mal ab. Und sehen, was passiert. Der Bauarbeiter freut sich. Wow, und wofür habe ich mich hier abgerackert? Ja. Wofür bin ich der Held? Okay, es wird spannend werden. Wow. Und sehr explosiv hier. Toll. Das heißt, wir können endlich mal bereits an Tag 1 auf die Romani Ranch und mal gucken, was da so vor sich geht. Denn neulich am Tag Nummer 3 war da hinten ja das Dach weg. Und wir sehen hier einige seltsame Geisterballons. Und das Dach ist noch drauf. Ist ja sehr schön. Da freuen wir uns doch. So, und da ist wieder Epona. Und, wie heißt die? Romani heißt die ja, ne? Und den Mond, der ist auch noch da, natürlich. Sieh doch. Unser Pferd, natürlich. Ist das nicht dein Pferd? Natürlich. Also vorbei an, Romani. Epona! Ja, wollte ich wieder mitnehmen. Gib Epona wieder her. Hey, wer bist du? Ich bin Romani. Ich trage denselben Namen wie diese Wench. Und wie heißt du? Takeru. Takeru? Das ist ein hübscher Name, aber... Wie wär's mit Grashüpfer? Ich würde dich gerne so nennen. Du trägst grüne Kleider und trippelst ständig herum. Daher ist Grashüpfer sehr passend. Ich war gerade beim Üben für heute Nacht. Heute Nacht. Sie kommen heute wieder. Wer ist sie? Und was für eine skurrile Musik. Sie kommen nachts. Jedes Jahr, wenn der Karneval näher rückt. Okay, Dauergäste. Aber was kommt da? Aliens? Oder Geister? Geister mit Lichtaugen? Sie kommen in einem hellen, leuchtenden Ball. Es sind sehr viele. Und sie wollen die Kühe haben. Und dann gehen sie auf die Scheune zu. Oh je, oh je, oh je. Das klingt sehr unheilvoll. Meine Schwester will mir nicht glauben, obwohl die jedes Jahr kommen. Interessant. Aber ich muss die Kühe beschützen. Hey Grashüpfer, ich bin gerade auf der Suche nach einem Assistenten. Du hast doch einen Bogen. Willst du es nicht versuchen? Natürlich. Supi, das nenne ich Kampfgeist, Grashüpfer. Also, lass mich dir meine Strategie erklären. Sie erscheinen überall auf der Ranch. Dann bewegen sie sich langsam auf die Scheune zu. Du musst sie mit Pfeilen treffen. Hast du verstanden? Du darfst dich nicht zu weit von der Ranch entfernen. Komm, Grashüpfer, lass uns üben. Hier auf dem Gelände befinden sich 10 Ballons. Du musst sie alle in weniger als 2 Minuten zerstören. Der Rekord liegt bei 1 Minute. Ja. Bist du bereit? Klar, aber schaffen werde ich es garantiert nicht. Ich hasse das eh schon. Und dann noch mit der Steuerung hier. Das kann ein Fiasko werden. Hoppa. Okay, wo haben wir hier denn Ballons? Hoppa. Scheiße. Nein. Scheiß Ballon. Ah, ich sag ja, die Übung ist so verdammt mies. Boah, schaffen wir niemals mehr. Die Steuerung ist auch sowas von... Boah, mies, wirklich. So, 4 haben wir. Es wird zu knapp werden. Nein, wir haben schon verloren. Eventuell haben wir noch eine kleine Chance. Wenn jetzt alles klappt, dann haben wir noch eine Chance. Aber sonst nicht. Okay, 8 haben wir. 9 haben wir.
Nein! Jetzt wird's mal richtig knapp. 5, 6, 7. Wir haben's geschafft. Das war aber sehr knapp. Okay, du hast es geschafft. Du bist der Held. Es wird so grausam werden heute Nacht, wenn die Viecher kommen. 1, 57, 32. Das ist nicht übel. Ihr zwei seid ein perfektes Team. Ich bringe dir ein Lied bei, womit du Pferde rufen kannst. Ich hoffe, ihr beide versteht euch weiterhin so prächtig. Ihr habt noch Zeit, ein wenig zu üben. Was für ein schönes Lied, was vielen von euch sicherlich bekannt vorkommen wird. Wie schön. La la la. Ach wie schön. Ach wie schön. Ein sehr tolles Lied. Eponas Lied haben wir erlernt. Und damit können wir also Epona reiten. Und haben unser Pferd wieder. Wie schön. Eponas Lied. Ein Lied zweier Seelen, deren Vertrauen ihre Bande sind. Triffst du diese Ballons, dann zerplatzen sie einfach und sind fort. Aber die echten Geister kommen immer wieder. Wenn sie in die Scheune gelangen, haben wir verloren. Beim ersten Sonnenstrahl machen sie sich aus dem Staub. Wir müssen also bis zum Morgengrauen gegen sie kämpfen. Ja, verstanden haben wir das. Unser Einsatz beginnt heute Nacht um 2. Ich werde an der Scheune warten. Komm nicht zu spät. Toll, wir werden heute Nacht aushelfen. Wie toll, wie schön. Boah, es wird so grausam werden. Okay, heute Nacht um 2 müssen wir dran denken. Ob das so klappen wird alles, ich habe meine Zweifel. Ich hasse das eh schon. Die Steuerung hier ist wirklich, ja, nicht exzellent. Dazu noch meine Blödheit an manchen Stellen. Das ist keine gute Kombination. So, wir können noch vielleicht ein paar Kleinigkeiten erledigen. Aber auf jeden Fall können wir jetzt die Zeit ein wenig voranstellen schon mal. Schubububidubidu. Okay. Wie war das denn noch? Ich glaube so. Genau. Das Thema der Zeit im Wind. So. Und schon reisen wir zur Nacht des ersten Tages. Schubidu. So, und dann habe ich Folgendes mit euch vor. Erstmal verbleiben noch 60 Stunden. Bis zum Weltuntergang. Ist uns aber egal. Okay, was ich sagen wollte. Ich habe mit euch vor, einen kleinen Ausflug zu machen. Zum nächsten großen Gebiet. Und zwar dem Strand. Ja, da können wir uns doch wirklich mehr als drauf freuen. So, wo geht's am schnellsten zum Strand? Ich glaube, wenn wir hier lang reiten. Genau. Und dann können wir gespannt sein. Ach, wie schön. Moment. Hier müssten wir richtig sein. Genau. Denn hier können wir jetzt erst hin mit der Hilfe von Epona, denn sonst werden wir an dem Zaun nicht rüberkommen. Hoppa! Und mal sehen, was wir so an der Schädelbuchtküste, an dem Strand, sehen werden und finden werden. Haufenweise Möwen. Über dem Wasser. Momentchen mal. Schädelküste. Da schwimmt doch irgendwas oder irgendjemand im Wasser, oder? Oder bin ich blöd? Interessant. Mal gucken. Ach, verdammte Mist. Sandfang-Dinger. Nerven ohne Ende. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Was da so im Wasser schwimmt. Aber vorerst möchte ich mit euch keine erste Hilfe leisten. Das ist doch langweilig. Nein, ich gehe mit euch in Richtung dieses Hauses, denn dort haben wir eine Eule. Eine Eulenstatue. Und die sollten wir mal zuerst aktivieren. Denn dann vergessen wir das nicht. Also, hoch da. Und bam.
Sehr schön. Und jetzt gucken wir mal, was das Viech da hinten hat. Sieht aus wie ein Zora. Oder sowas in der Art. Mal schauen. Aber der scheint nicht mehr ganz lebendig zu sein. Die Möwen freuen sich schon. Ja, ist da jemand? Ja, bitte. Ja, hilf mir. Ans Ufer. Okay. Ja. Ja, ganz schönes Gewicht. Sogar im Wasser noch schwer. Wie sonst was. Da müssen wir als kleines Kind helfen. Ist doch Kinderarbeit. Und lohnen wird sich eh nicht, vermutlich. Weil die Möwen, die, ja. Die freuen sich, wie gesagt, schon auf eine leckere Mahlzeit. Und so ganz lebendig wirkt er auch nicht mehr. Oh. Immerhin versucht er noch zu laufen. Was ist denn bloß passiert? Hatte er einen Unfall? Sieht beinahe so aus. Aber er hält sich auf den Beinen. Er ist wacker. Ganz zum Nachteil der Möwen. Doch. Er wird fallen. Boah. Bam. Der Arme. Mal schauen. Ob wir noch irgendwas für ihn tun können. Können wir dir helfen? Ja, ich bin Mikau vom Volk der Zora. Gitarristin einer Zora-Band. Ich glaube, dies sind meine letzten Worte. Willst du mir zuhören? Ich höre. Er steht nochmal auf. Holt seine, Gitarre raus. 1, 2, 3. Oh Baby, hör mir zu. Bald beginnt der Karneval. Alle warten auf unseren Auftritt. Aber dann hat unsere Sängerin plötzlich diese merkwürdigen Eier gelegt und hat dann auch noch ihre Stimme verloren. Woho, in der Schädelbucht gehen eigenartige Dinge vor. Eigenartige Dinge. Oh Baby, hör mir zu, ich will nicht betteln. Gerudo-Piraten, sie haben die Eier gestohlen. Ich wollte die Piraten aufhalten, aber dann haben sie mich aufgehalten. Baby, ich muss mir nun sterben? Selbst wenn es so ist, finde ich keinen Frieden. Keinen Frieden. Bitte, jemand muss die Eier retten, bevor die Piraten sie finden. Oh bitte, will denn niemand meine Seele heilen? Seele heilen? Das war alles. Yeah. Ich danke dir. Das ist ja auch toll. So, wir sollen deine Seele befreien. Das klingt nach dem Lied der Befreiung. Wie war es denn nochmal? Lied der Schwingen? Eponas Lied der Befreiung, genau. Ach so. Ruhe in Frieden. Schubidu. Schon sympathisch, der Mikau. Ich hoffe, wir können seine Seele befreien. Seine Augen scheinen fest verschlossen zu sein. Doch die Seele scheint noch gefangen. Er schwebt im Nichts. Da kommt eine kleine Zora-Prinzessin. Wahrscheinlich ein weiteres Bandmitglied. Sie steht im Rampenlicht. Gemeinsam mit Mikau. Und dem Rest der Band. Sie gehen Hand in Hand auf die Band zu. Ruhe in Frieden. Mikau. Seine Seele scheint befreit. Und alles, was bleibt, ist eine Maske. Eine weitere Maske für uns. Wie schön. Wow. Und wir erhalten die Zora-Schuppen. Der Geist eines legendären Gitarristen hat sich in dieser Maske manifestiert. Sehr schön. So können wir in den Körper eines Zora schlüpfen.
und da ist der Geist von Mikau. Schreib dieses Abschiedslied auf meinen Grabstein. Bitte hilf diesem Mädchen. Alles klar. Dein letzter Wille ist unser Befehl. Sehr schön. Also, da haben wir einen Grabstein, ein Grabmal für Mikau. Sehr schön. Wow. Ihr kleinen Mistdinger, haut ab. Oh, verdammt. Gut, wir können auf jeden Fall mal die Maske ausprobieren. Die Zora-Schuppen. Wow. Und so sehen wir doch auf jeden Fall cool, groß und stark aus. Und können auch total toll schwimmen im Wasser. Hoi, hoi, hoi. Sehr schön. Okay, aber das wollen wir jetzt gerade gar nicht, denn wir wollen eigentlich zurück. Nee, Moment. Ach doch, ich glaube, ich weiß wieder, wie es geht. So. Das Lied der Schwingen. Wir wollen mal zurück. In Richtung, Milchstraße. Und dann würde ich vielleicht Folgendes vorschlagen. Und zwar, dass ich die Zeit jetzt ein wenig verstreichen lasse. Und zwar bis ungefähr 1 Uhr, kurz nach 1 Uhr nachts. Und dann werden wir uns auf den Weg machen zur Romani Ranch. Und da habe ich jetzt ja schon, ehrlich gesagt, ein bisschen Schiss vor, wie ich schon sagte. Weil, es könnte doof enden für uns. Aber egal, wir werden sehen. Wir können auf jeden Fall den Fluss der Zeit wieder ein wenig, fixer machen. Nein, das waren wir nicht, verdammt. So, jetzt aber. Das müsste jetzt Ballade des Kronos, genau. Der normale Zeitfluss war wieder her. Vorerst zumindest. Und dann, ja, sehen wir uns wieder so um etwa 12 Uhr nachts. Huch. Und bis dahin, meine Lieben, macht's gut.